Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal bin ich nicht alleine und zwar habe ich den Bane dabei. Hallo. Und wir schwingen uns heute mal wieder ins Low-Tier. Das hat euch letzte Folge gefallen und ich habe ehrlich gesagt immer wieder Bock drauf. Deswegen 3-0 Russland, im Speziellen mit dem T-126. Das schöne Ding hier, das ist der Prototyp vom T-50, der 0,3 Battle Rating drunter sitzt. Hier im Spiel ist er besser. In der Realität würde ich mal schätzen, er war zu teuer. Der T-50 hat halt weniger Material. Hier. Oh, das ist ein wahres Monster, das war früher auch auf 2,7. Das ist hochgetiert worden auf 3,0. Aber selbst da behauptet es sich immer noch sehr gut, außer man geht auf 4,0 hoch. Aber das ist auch schon ein ziemlicher Gap. So, bevor wir in die Runde gehen, noch etwas im Sinne des angekündigten Gewinnspiels. Die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, gehen bitte in den Community-Tab und lesen sich durch das 20.000-Abo-Gewinnspiel. Und die Leute, die es sich durchgelesen haben, ja, ich habe schon einige Einsendungen bekommen. Und es scheint einige zu geben, die darüber traurig sind, dass ich die Altersbeschränkung auf 14 gesetzt habe. Aber ich bin leider dazu verpflichtet. Deutschland hat so bestimmte Gesetze, was Gewinnspiele und Glücksspiele angeht. Und da kann ich leider nichts machen, so leid mir das tut. Was ich beide aber nicht verstehe. Also ich und wahrscheinlich du auch, Bane, so in deiner Jugend, wir haben unser Alter nicht an die große Glocke gehalten und gehangen und haben dann versucht, irgendwo uns durchzumogeln. War das bei dir auch so? Ja, bei den meisten Sachen. Ja, ne? Die Leute heutzutage sind irgendwie ehrlicher geworden. Bist du wirklich 18? Ja, na klar. Ja, klar, klar. das Zweite ist, ich habe schon zig Einsendungen bekommen und bei einigen ist es leider ziemlich sicher, dass ChatGPT benutzt wurde. Und da muss ich leider, leider sagen, pfui. Also ich will ja, dass ihr kreativ seid. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ihr irgendwelche alten Klassiker umschreibt, sodass sie halt auf euer Lieblingsfahrzeug passen. Überhaupt kein Problem. Aber seid bitte nicht so faul und lasst einen Computer für euch das machen. Und das Zweite, was noch dazu zu sagen ist, ich habe auch mal manchen Leuten mehrere Einsendungen bekommen. Das ist leider auch ein Disqualifizierungsgrund für mich. Oder ich nehme halt nur das Erste, was eingesendet wird, weil sonst würde man ja künstlich die Chancen für sich erhöhen. Ja, das, so eine Art Gewinnspiel ist es nicht. Nee, es ist kein, tu hier dich 10-mal eintragen, um deine Gewinnchance zu erhöhen. Aber sonst bin ich eigentlich recht glücklich mit dem, was ich bis jetzt bekommen habe. Einige sehr interessante Sachen. Sehr deutschlandlastig, aber das war irgendwie zu erwarten. Aber schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt oder eben unter diesem Post. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen im Low-Tier. Neulinge kann man nicht sagen, in Hintern versohlen. Das sind ja wirklich größtenteils mittlerweile High-Tier-Spiele, die keinen Bock mehr auf High-Tier haben. Aber auf gute Runden, bis gleich und los geht's. So, ihr Lieben, da sind wir auch schon in der ersten Runde. Der gute Bane vor mir im T50 und ich, sagen wir mal, im fetten T50. Es ist halt wirklich einfach dein Fahrzeug aufgeplustert. Ja. Sie unterscheiden sich kaum. Du hast eine Kommandantenkuppel, die ich nicht habe, was ein Weakspot ist. Und ich habe auch ein bisschen bessere Panzerung als du. Ansonsten, du bist auch schneller. Aber gut, mehr Panzerung halt, ne? Macht Sinn. Ja, wäre komisch, wenn es andersrum wäre, ne? Ja. Aber das würde mich in diesem Spiel ehrlich gesagt nicht wundern. Ja, stimmt auch wieder. Wie, du hast 2 Tonnen mehr Panzerung. Du musst schneller sein damit. So, wie viel Schuss hast du dabei? Also ich habe 45 Schuss dabei. 35. 30 Schuss APAE, 15 APDS, nee, APCR. Ja, nee, ich habe 30 und 5. Ich habe nicht so viel APCR mit. Ja, also mit den 60mm Pen stößt man halt leider an seine Grenzen, wenn man volles Amt hier... Ja, ich sehe es. In C ist auch schon was drin. Ah, nicht cool. Ich guck mal, ob ich da intervenieren kann. Oh, direkt vor mir ist was. Ja, ich guck, dass ich den hier auf der Seite irgendwie wegkriege, aber der ist, glaube ich, von mir. Gunner. Oh, hi. Ich hab nen SAV vor mir, das ist schlecht. Das ist ein ekliger Gegner. Ja, bitte, hau rein. Der hat's. Meine Turmdrehgeschwindigkeit lässt allerdings irgendwie zu wünschen übrig. Wo ist denn der Kollege? Der ist hier in den Rauch, in der Halle. Nein, ja. Nein, hier in der Halle. Ja, ich muss gerade ein bisschen drauf achten, dass ich nicht von C eine reinkrieg. Oh wow, ich habe seine Gun nicht mal beschädigt. Ja, ja, ist bei mir auch gerade das gleiche gewesen. Das ist jetzt blöd. Ja gut, dann nicht. Kriegt der dich jetzt, oder? Nö, der ist jetzt weggefahren, aber ich habe ihm halt gar keinen Damage gemacht, sag mal auf die Gun. Ich war sogar im 90-Grad-Winkel zu mir, also das... Hi. Hi. Also gerade der SAV ist zweimal an mir abgeprallt, der Chef ist bei mir abgeprallt. Ey.
Wir haben mal ganz leer schon, ne? Wo ist der SAV hin? Oh, jetzt hier links. Der guckt jetzt auf mich. Oh, da ist noch ein Cheffi. Verdammt, winkeln! Nein, er hat mich durchschlagen. Oh, ja, da ja, hinten. Ja. Ah, danke schön. Also ja, da hinten steht ein Cheffi, der hat mich sehr lieb. Ja, ich ich hab ihn jetzt auch lieb, Gunner Lauder Machine Gun. Es ist so geil, dieses Ding. Ich mag die Schussfrequenz von den kleinen. Ja, 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 ja. Und wie gesagt, die Panzerung ist halt auch brutal. Na gut, der SAV hat verschossen, der hat mich nur gecheckt. Der hätte mich auf jeden Fall erwischt, wenn er sich... Also ich habe einige dicke Macken in meiner Hülle, sage ich mal. Die 120er hat ganz schön Spuren hinterlassen. Ist die Mumpel stecken geblieben. Oh, da ist ein M4 vor mir. Das ist nicht so gut. Der kriegt jetzt erstmal einen Arti-Strike. M4 durch den Turm Commander Loader. Ach, cool. Eh. Okay, ich mach mal einen Abgang. Jetzt guckt er mich an, jetzt penne ich ihn nicht mehr so leicht. Also ja, auch dieser hier. In der letzten Folge habe ich ja den Ram 2 euch ans Herz gelegt. Hier kann ich jetzt euch das Ding ans Herz legen. Das sind absolute Spaßmaschinen, wenn ihr mal ein bisschen zu viel vom Hightier habt. Der Ram ist eine miese Sau. Die habe ich Pulitzer hat ihn sich jetzt gekauft, weil ich ihn ihm empfohlen habe und er hat Spaß damit. Ich habe den doch... War das nicht das Turnier, wo wir den nicht kaputt gekriegt haben? Ja, ja. Dann, ja, das war sehr unschön. Oh, ich hatte meinen Spaß in dem. Aber ich muss zugeben, das war leicht assi. Ich habe das ja gut, ich habe es ja nicht mehr miterlebt. Ich war zu dem Zeitpunkt schon raus, aber der Kollege hat den nicht kaputt bekommen. Aber ja, das war ein also nein, nicht da. Das ist da hinten den Gang lang. Am Ende des Ganges, da. Am Ende des Ganges. Da war der Sherman. Der Gang lang. Der Gang lang, genau. So, so. Ja, nein, du solltest niemals dem Sherman frontal mit dem T50 begegnen. Ich kam halt durch und hab nur den Dude rot eingefärbt. War nicht so schön. Lieg ich ein bisschen? Ich lieg ein bisschen. Du kannst gerne den Sherman wegbomben. Das ist der Plan. Das ist ein guter Plan, weil Shermans mit dem Ding hier zu bekämpfen ist eklig. Ja gut, die IL-2 ist allerdings kein Geschwindigkeitswunder. Nicht? Nein, leider nicht. Boah, ich bin hier jetzt gerade, sagen wir mal, in einer Hinterhaltsposition und warte. Ich werde den Sherman nicht frontal angehen. Nee, ich glaube, der ist auch nicht so wirklich darauf aus, dich anzugreifen. Ich höre neben mir was, hier steht was. Ich bin noch 4 Kilometer weg. Ja, das ist der Sherman sogar. Hier. Tank! Also wenn er jetzt so weiterfährt, kriege ich ihn von der Seite. Na, das ist doch gut. Kacke, er sieht mich, glaube ich. Bin gleich da. Nochmal pingen, bitte. Kacke! Nein, 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 nein. Direkt hier. An den so nicht bomben, ich muss nochmal neu. Ich mach seine Kanone platt. Ich mach seine Kanone platt. Ich hab seine Kanone rot. Das ist gut. Ich hab seine Kanone kaputt. Ich hol ihn mir jetzt, ne? Ja, ja, ja. Ich komme jetzt eh nicht dazu zu bomben. So, Kacke, was machen wir jetzt? Er hat mich getrackt und ich habe ihn getrackt. Oh, Kacke, und ich krieg von der Seite rein, glaube ich. Ja, da waren 2 Shermans. Das ist sehr schlecht. This is bad. This is very bad. Ein Sherman kommt selten allein. Ja, so sieht's leider aus. So, gut, dann komme ich auch mit der IL. Hab's geschafft, mich selbst zu beschädigen. Na, mit den Bomben oder was? Nee, mit meinen Flugkünsten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dem Baum nicht ausweichen kann. Tja, wäre der Sherman allein gewesen, hätte ich ihn jetzt Stück für Stück auseinandergenommen, aber da die zu zweit sind, ist das eklig. Ja. Die werden jetzt wahrscheinlich sich in C reinparken. Mal gucken, ob ich mit meinen 500 Kilo Bombenzuladung was machen kann. Und wenn nicht, habe ich ja noch die guten alten 23er. Die habe ich gerade auch benutzt. Da habe ich erstmal schön jemanden angezündet. Ah, da kommen 2 Flieger rein. Ja, gut. Einer raucht orange. Kann ich mir viel machen, richtig? Kannst sie ablenken. Aber oh, ich glaube, der eine will mich. Ich fliege mal in der Nähe von der Gladiator. Wow, okay. Die Bar hat Bumm gemacht. Ah, wobei, ist der so nah hinter mir, wie ich denke? Ne, ist er nicht. Schade. Hab ich ihn gerade weggebombt. Oh, jetzt ist die Gladiator halt einfach abgestürzt. Echt jetzt.
Wenn man schon in so einem Ding reingeht, kann man doch auch ein bisschen... Ja, ich hoffe, der Sherman geht jetzt drauf. Nein, natürlich nicht. Nur die Ketten und die das MG sind kaputt. Schade. Ja, aber ich habe jetzt noch meine 23er. Ja, die machen das. Die müssen das easy. Jetzt angezündet. Die russischen 23er gegen Panzer sind übel. Und gegen Flugzeuge auch. Das stimmt. Severe damaged. Wunderbar. Stop it. War einer von denen, die mich erwischen wollten. Die haben eine Flak, die mich anmuckt. Nicht mehr? Den Flak habe ich vorhin auch von einer erwischt. Sind wohl so ein paar. Das ist ein französischer Truck. Igelig. Französischer Truck. Ein Ford. Hör jetzt auf oder ich flieg dich an. Das wird doch zwangsläufig. Die Flak klingt böser. Tut mir leid, Franzosen-Flak, aber ich muss dich ignorieren. Das ist eine bösere Flak. Es gibt immer einen größeren Fisch. Ja. Und zwar den hier. Die 20er von dem machen mir mehr Sorgen. Ja, Supra! Theoretisch nur einmal. Ja, leider tun die uns ziemlich dominieren am Boden. War eine sehr hübsche Landung. Fantastisch. Ich glaub's nicht, die Franzosenflak hat mich echt geholt. Nein. Aber ich hab sie auch noch geholt. Ach, so ein Backup für deinen 126. Klar. Also, man kann doch mittlerweile Gutscheine aus der Kiste benutzen quasi. Ja, finde ich auch richtig. Ja, yeah, ich fand das immer doof, dass du Gutscheine vor der Runde deklarieren musstest, für welches Fahrzeug. Ja, vor allem, weil man will sich ja manchmal auch spontan entscheiden, da hat man es halt vergessen, keine Ahnung. Oh, irgendwo links außen ist der Sherman, glaube ich. Ich fliege jetzt erst wieder an. Oh Gott. Ich glaube, ich brauche das ganze Rollfeld, kann das sein? Okay, nein, das war kein Sherman. Das hat aber auch eine dicke Knifte. Der ist auch ganz okay auf dem BR, ja. Au. Really? Der Sherman hat mich gefunden. Ist das immer noch derselbe Dude eigentlich? Klar. Kann leider nicht drüber markieren. Da ist er. Boah, ich brauche noch 7 Kilometer, das zieht sich ein bisschen, ne? Ja. Gar nicht, warum du die Möhre hier mit 23 Minuten Sprit starten musst. Ich weiß es auch nicht. Bisschen weniger wäre noch nett. 10 Minuten würde ich. Nein! Also Sherman ist halt echt fies. Ja, ist auf dem BR schon gar nicht oben. Wo sitzt der? 3-7? Ich glaube. Aber wahrscheinlich irgendwo dort. Das war gemein. Gut. Sind die nicht aufgrund ihrer Geschwindigkeit ein bisschen stabilisiert? Die sind stabilisiert. Also die haben ja diesen Rudimentärstabi. Ja, ich weiß, wenn du nicht schneller als 30 fährst, aber wann machst du das schon mal? Also nicht, wenn du halt irgendjemanden bekämpfst. Oh, Mann, das gab noch einen Assist. Hallo, ich habe das richtige Knackmittel für dich. Das Knackmittel? Ja, die 122 mit der Heat. Easy. Ja, das stimmt. Au. Warte, ich helfe. Er spawncampt uns halt jetzt mit dem scheiß Sherman. Ja, ich bin den jetzt. Ja, bin trotzdem tot. Oh. Ich hätte jetzt im Panzer spawnen sollen. Ja. Nein, die Bomben liegen beide scheiße. Schade. Ja, finde ich auch. Na ja, gut, die Runde ist rum. Die Runde ist rum. Tja, next. So, jetzt sind wir zurück. Schon wieder gleiches Abtier, aber diesmal in einer engeren Stadt. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt hier uns ein bisschen hinterhältiger verhalten können. Du musst halt bedenken, du bist schneller, ne? Also wenn du einen Gegner siehst und ihn angreifst, bist du erstmal alleine, außer du wartest auf mich. Ja, ich will ja erstmal nur einen Gegner sehen, um den dir zu scouten. Jetzt ich kann auch scouten. Ja, aber auf dem langen Weg. Aber die werden mich eher beschießen als dich von vorne. Oh, stimmt, man kann gar nicht mehr rüber. Dreck. Das wird mir jetzt aber, by the way, erst angezeigt.
Aber warte mal, kann man hier nicht durchs Wasser? Ja, aber du kannst nur ins Wasser, sobald du rüberfährst. Ist doch völlig egal. Nein, du kannst auf einen kleinen Schnitt kannst du rüber, wenn du mal auf die rote Markierung guckst. Haben wir rüber dann, oder? Ja. Also ich halte mich auf der Seite mal. Ich mache das normalerweise nie, aber ich bin momentan in so einer Phase, wo ich den Leuten den Wunsch erfülle, häufig mal was zu machen, was unüblich für mich ist. Mr. Nice Guy war eben in unserem Team, das ist im Gegnerteam, das ist eklig. Oh. Da Artie hin. Hab ich gemacht. Da ist eine Flak. Will ich gleich nicht mehr. Stimmt, hier darf man noch hin. Okay, aber das kann wohl die Grenze. Da sind Leute. Flak habe ich. Da ist noch mehr. Oder? Hä? Was hat mir denn da angezeigt? Wäre wieder gut. Der ist hinter dem Haus. Lol, da ist ein Gegner. So wie es aussieht, in der Halle drin schon bei B. Okay. Na gut. Das ist wild. Aber die Map ist ja prädestiniert dafür, solche Hinterhalt-Taktiken zu fahren. Jupp, ich habe hier den Driver von dem Typen. Ja, auf welches Update? Auf 0.0 hoffentlich. Na, 3L. Das ist ein dankbares Ziel. Ja, die Deutschen generell. Also mit den 60mm Pen hast du gegen Deutsche meistens relativ viel Spaß. Jetzt ist hier schon ein Flieger, was ist denn los? Ja, das ist die Flak, würde ich mal sagen. Nee, ist es nicht. Ist ja nice. Ey! Ich bin von hinten beschossen. Wie kann ich von hinten beschossen werden? Ja. Das verstehe ich. Ehrlicherweise auch nicht. Okay, BT42 ist. Wo? Wo, wo, wo? Ah, er steht direkt vor uns auf dem Grasteil in dem. Ah, ich seh's. LOL, was? Alter, ich bin bei ihm abgeprallt. Ah ja. Wie prallt man denn an sowas ab? Aber ich nutze jetzt mal deine. Ah, das ist die Flak, die ich gekillt habe, der BT. Ich nutze jetzt mal deinen Wrack, um mich zu decken quasi. Mach das. Genau dafür habe ich mich dahingestellt. Das ist gut. Wenigstens für etwas gut, ne? Wieso, ich habe auch schon 2 Kills. Er hat 2 Kills. Ja, die Panzer 3, die von der Seite kommen, kriegst du relativ gut. Schon wieder so ein M4. Der 105er Schaden. Jetzt gucke ich mal eine Sekunde nicht hin, ne? Und dann fährt einer durch. Es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich immer das Gleiche. Das passiert mir aber auch in gewohnter Regelmäßigkeit. Das ist furchtbar. Du deckst eine Straße ab, denkst dir, ja, da kommt gerade irgendwie keiner, ne? Guckst du weg und dann kommt einer. Genau. Ich habe noch viel schlimmer ist, wenn du dann drauf gehst. Also du guckst da Ewigkeiten hin und guckst da Ewigkeiten hin, ja gut, wird schon keiner kommen, fahr ich halt. Und dann in dem Moment kommt einer. So, ja, 2 Schweden rausgenommen. Die wollen mich aber hart, die Schweden heute. Naja, das ist halt auf dem BR auch eine sehr beliebte Nation, ne? Weißt du, aber die kommen die ganze Zeit mit Sachen, die nicht genug Pen haben. Die hätten mal mit so einem 100mm 1.0er Fahrzeug kommen sollen, bye. Gerade die Schweden haben ja eigentlich mehr als genug, ja. Was höre ich denn da? Oh, die PE klingt ja komisch. Wow, ich kann hier nicht durch. Achtung, nämlich schieße ich eine... Nein. Entschuldigung. Alles gut. Wusste gar nicht, dass du den siehst. Ich bin direkt rechts von dir. Ja, okay, ich dachte, du wärst halb hinter dem Haus. Ich advance mit dir. Advanced? Warfare oder so. Advanced. Advanced. By the way, Leute, wer jetzt die Satire nicht versteht, dass ich extra sehr deutsch ausgesprochenes Englisch spreche, dem ist nicht mehr zu helfen. Echt, hattest du das schon mal, dass das irgendjemand nicht gerafft hat? Du musst nur die Kommentare unter einem der letzten Videos dir angucken. Okay, lol. Muss ich gleich mal machen. Dort sind sehr erboste germanische Menschen. Okay. Weil du nicht richtig Englisch sprichst oder weil Nein, weil ich zu viel Englisch rede. Ja, mit zu großen Sprachen. Ist furchtbar, ne? Möge er dies unterlassen. Okay, Entschuldigung. Nicht, Wer fährt denn hier als gegen mich? Mann, ich stehe hier quasi im Spawn, aber. Warum macht er das? Nein. Ich bleib jetzt hier stehen. Die Gegner wissen ja, wo ich bin. Ihr wisst ja, wo ich bin. Beste Ausrede für Spawn-Camping.
Oh, wow, die Lautier F4U ist auch übel stark. Ich habe halt deinem Marder keinen Schaden gemacht. Au. Hast du einen Marder-Schaden? Nee. Haben wir ja nicht, das ist das Problem. Ja doch, du hast den Marder-Schaden. Ja stimmt, der Marder hat nicht den Schaden. Die U ist schon auch heftig auf dem BR. Ja. Okay, Mathilda vor mir. Ungünstig. Eklig. Mm-hmm. Ich lade mal auf APCA um. Nicht so viel Spaß haben. Schließe mich dir an. Critical. Da willst du aber wissen, Moment mal. Ja, mach weg. Ah, verdammt. Das ist halt ein Doppeldecker. Ein Doppeldecker schon. Was ist der Typ in der Gladiator vom letzten Match? Das wäre witzig. Ey! Schieß mir keine Löcher in den Panzer. Warum drehst du den Turm jetzt? Ich geh den mal holen. Ja, ich weiß nicht. Okay. Ich komme jetzt nicht mehr durch. Non-Penetration, ja, wirklich. Ich werde ihm jetzt mal die Kanone ziehen. So. Schluss mit lustig. So, ich wollte hier doch eigentlich wegfahren. Hier. Ist noch irgendwas gespawnt. Ah, oh, das ist der Archer, glaube ich. Ey, dem würde ich sogar einen Kill gönnen. Ach, das Ding ist furchtbar, aber ich glaube, der hat. Okay, dann fahre ich halt nicht mehr weg. Darf ich mir in den Kommentaren wieder anhören, wie unfair wir sind? Lol. Ich hab von dem Archer gekillt. Ja, ich habe ihn halt 6-mal beschossen, der fährt da die ganze Zeit rum, aber seine Spawn Protection hört halt nicht auf. Au. Nicht mal. So geht das. Hm. Mir wurde eine Kette gezogen. Nice. Boah, ich stehe jetzt halt rum, ne? Ja, viel mehr wird nicht passieren, fürchte ich. Wir lagern die schon ziemlich arg. Ja, gut, unser Team hat halt den Gegner komplett überrollt. Was mit. Oh! Loki hat mir das Fressbrett mit einer ziemlich dicken Knifte poliert. Ja. Hab ich verdient. Außerdem wurde ich vom Ofenrohr gekillt, was in Ordnung ist. Ofenrohr ist okay. Es hätte mich nicht überrascht, wenn der BT dich noch erwischt hätte. Wohin? Ja, er hat den ersten Schuss gehabt, aber er hat den Zaun getroffen. Ah, ja, okay. Da hatte ich echt Dusel. Ja, da hattet ihr beide ein bisschen Dusel. Er hätte den ersten Schuss auch nicht überleben dürfen. Ja, gut, das war irgendwie merkwürdig. Ich habe, glaube ich, Turmtrickranz getroffen und dadurch, dass halt der Turm und die Hülle überlappt haben, hat es mein Schuss einfach negiert. Okay, ja. Kann das Spiel einfach nicht berechnen, dann ist es im schwarzen Loch versunken. Das finde ich halt auch so lustig, weißt du, sie bringen Volumetrik rein, um halt teilweise Schüsse realistischer zu machen, dass du zum Beispiel mit großen Granaten nicht mehr durch den Turmkranz schießen kannst und so. Aber dann hat Volumetrik teilweise auch sowas wie zum Beispiel die Russen-Panzer, die Fahrerluke, einfach unpenetrierbar gemacht. Mhm. Wobei ich es auch krass finde beim Tiger 2, nee, beim Tiger 1 ist es noch, dass wenn du da das MG beschießt. Ja. Ist auch oft genug einfach, dass das MG dann den Schuss schluckt, wo ich mir denke, ja, müsste jetzt nicht sein, ne? Wer denn noch her? Ha! Revenge-Bombing, wer macht denn sowas? Ja gut. Da komme ich nicht mal mehr zu reparieren, ne. Es war nur ein Hit. Oh mein Gott, ich werde beschossen. Ich finde ja, reparieren müsste viel mehr Geld geben. Ja. Next. So, da sind wir wieder in der vermutlich letzten Runde. Jo. Wieder auf einer von Pulitzers Lieblingsmaps und einer, die ich nicht leiden kann. Aber es lief auf der Map ja erstaunlich gut mit dem Sherman. Deswegen hoffe ich, dass es mit der Möhre jetzt auch gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie man die Map mögen kann. Ich finde die auch nicht gut. Ich finde, die Map ist einfach... Also, weißt du, das sag ich jetzt nach der letzten Runde und ich werde mir wahrscheinlich in den Kommentaren wirklich was anhören dürfen und das tut mir leid, aber die letzte Map war echt scheiße zum Zurückziehen. Aber die Map hier ist Spawn-Camping galore. Also, du kannst halt die ganze AB-Linie oder die ganze GH-Linie zum Spawn-Campen nutzen. Ich finde auch ehrlicherweise die Map, die Punkte, die sie gesetzt haben, machen nicht, dass sich das gescheit verteilt. Nee. Ich bin ja immer noch dafür, dass es wieder zurückgesetzt wird, dass ein Punkt für den Gegner schnell zum Cappen ist und einer für uns. Das fand ich eigentlich schon immer eine gute Idee. Das war auch zum Beispiel, dass halt den ihr Cap bei C6 zwischen den Häusern ist und unserer irgendwo bei F2 oder so. Ja.
Dann hast du zwar zwei Punkte, die du dann auch übernehmen kannst, wenn du die Map dominierst, aber du hast halt einen, wo sie es ein bisschen eher sammelt. Ja, genau. Du hast halt in dieser Ausführung, wo die Punkte wirklich gerade verteilt sind, ist super schwierig, von einer kompletten Map-Dominanz die Map zurückzuholen. Oh, fuck. Vorne ist was. Gut gesehen. Loader! Ist meiner auch raus? Das ist ein M3 oder ein M2. Ein Lago. Hier habe ich keinen Damage machen dürfen. So, hab ihn. Wo ist der Lago? Oh, da. Der guckt mich an. Ja, genau. I don't like. Lago raus. Danke. Das war nicht ich, aber gern geschehen. Ja. Die Kraft der Gedanken. Und jetzt bin ich asozial. Na, das von der Seite ist halt geil. Lol, was? Das sind noch ein bisschen mehr Leute. Kannst du dich jetzt austoben? Das sieht aus, als wären da so drei oder vier Minimum. Ja, kann ich mich jetzt wohl austoben. Oh, da ist ein... B1. Ja. Ja, ich guck mal, ob ich mit Arti was tue. Er ist raus. Alles tut die. Da ist auch noch der Archer dabei. Ich fahr noch einiges. Ich fahr mal auf der anderen Seite. Ach, krass. Hat dem Archer den Motor penetriert und er ist nicht kaputt gegangen. Der ist raus. Ja. Und dafür nicht mein Kill-Assist. Was? Shame on you! Ja, die Archer-Kanone wäre böse gewesen. Aber wer freiwillig einen Archer fährt, der verdient meinen Respekt. Ich hab den auch ein, zwei Mal ausprobiert, die... Ich hab mit dem so oft versucht, Folgen aufzunehmen. Wirklich, die Leute haben sich gewünscht, ich wollte es möglich machen. Aber ich schaff's einfach nicht. So schlimm. Da kriege ich physische Schmerzen von. Nur weil du umdenken musst, oder was? Nein! Es ist... Ich krieg einfach keine guten Runden damit hin. Ein Kill und das war's dann bin ich tot. Okay. Also jetzt geht's ab. Junge, Junge, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt, wir sind auf einem guten Battle Rating gelandet. Jetzt kommt die New. Ja, schön wär's. Ich bin ja, ganz ehrlich, ich hätte kein Problem damit, wenn wir auch im Load hier irgendwelche so taktischen Assets bekommen würden. Also ein bisschen. Und wenn es irgendwie eine großkalibrige Kanone wäre, oder hier nicht Kanone, hier eine Bombe oder sowas, weißt du, eine 5-Tonnen-Bombe oder so im Load hier. Ja, warum nicht? Bisschen Call of Duty-mäßig, aber nicht über. Ja, es muss ja nicht. Muss. Okay, der Biss hat mich gepennt. Eklig. Nicht jeden Kram was sein, ich weiß. Yeah. Der hat einen Winkel getroffen, das ist unmöglich. Ja, ich glaube, ich würde es gar nicht so schlecht finden. Es könnte ein bisschen Dynamik reinbringen, die halt auch vielleicht auch mal abseits von. Ja, okay, ich habe jetzt zwar drei Kills, aber mein Team ist halt ausgestiegen. Vielleicht kriege ich dann doch ein bisschen was in der Runde gerissen. Das wäre schon ganz nett. Ja. Wie gesagt, muss ja nicht gleich ein Game-Ender sein, aber... Ja, es tut mir leid. Ein Match-Entscheider. Aber... Ja. Sorry. Irgendwas, was halt das Blatt wenden kann. Wenn, weißt du, keine Ahnung, 10 Gegner vor deinem Spawn stehen, du kommst mit so einer 5-Tonnen-Bombe und knallst sie einfach alle weg. Ja, also du kannst ein bisschen präziseren Arti-Strike oder sowas anfordern. Oder einen direkten, der halt zack runterkommt, wenn du markierst. Genau, ja. Oder auch ein Airstrike durch KI, wäre auch ganz lustig. Ja, würde ich jetzt auch nicht so schlimm finden. Ja, es gibt ja auf den RRB-Maps hier diese KIs, die Bombenangriffe fliegen. Ja, stimmt. Sowas finde ich ganz lustig. Wo steht er denn jetzt auf einmal? Rechts von uns. Der ist rechts außen. Nee, der ist in C gleich. Wie auch immer er da hinkommt. Der ist quasi durch alle unsere Leute durchgefahren. Ich komme mal im Flugzeug. Wenn du den... Ja, genau. Den habe ich und dann fehlt da jetzt noch einer, der... Genau da gewesen, wo du auch gerade warst. Der ja, ich hänge mich dran, alles gut. Das ist der Schwede. Das ist die B18. Die alte Schwede. Der Schwede ist eine Käsesorte, oder? Keine Ahnung, was zur Hölle. So, ist der B1 jetzt hier noch unterwegs? Ich glaube ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Den, hier, den... LV, TBV oder sowas kannst du noch erwischen, der ist irgendwo in C gleich. Der ist da irgendwo rumfahren gewesen. Und in B ist er. Oh Gott! Ja. Aber ich habe den Panzer noch erwischt. Die B18 hat mir mit einer Gabe von ihrem MG, nachdem sie tot war, den Motor zerlegt. Ah ja. Nicht schlecht. Sowas ist schön. Ah, der B1 steht vor C. Okay.
Das ist wahrscheinlich. Das ist halt ein ekliges. Also der ist, wenn er Top-Tier oder nahezu Top-Tier ist, echt eklig als Gegner. Dem kann ich vor allem gar nichts machen, so wie der jetzt steht. Ah, so ab und zu mal ein bisschen verschnaufen vom Hide hier finde ich gar nicht schlecht. Ja, Lot hier ist immer ganz witzig. Ich fände es halt ganz cool. Aha, was ist hier mit dem Kollegen? Okay. Oh, da steht eine Flak. Ja, die steht fast in unserem Spawn, das ist. Ja, ich sehe es. Dezent unschön, hast du den weg? Gut, das war er. Ja. Okay, eine hatte ich auch. Wait, what? Alter, also, okay, der hat mich aber weggeklickt. Mit einer Granate wohlgemerkt. Ja, hat er bei mir vorhin aber auch geschafft. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Gegen den T-126? Durchaus. Ja, okay. Ja, gut, gegen den T-50 jetzt nicht so sehr. So, ich komme nochmal mit der Hurricane und meinen 6 super mega großen Raketen, die echt ein bisschen peinlich drunter aussehen. Das sieht aus, als hätte man Bleistifte unter eine Mustang geschnallt, zum Beispiel. Nice. Kann man mal machen, ne? Ja, die haben immerhin 60mm Pen von oben. Sollte da was gehen. Komm halt nicht mehr gescheit auf Höhe mit dem Flieger hier, ne? Wenn IL, aber auch hier die Hurricane mal Höhe verloren haben, kriegst du sie super schlecht zurück. Ich merke das. Na verdammt, ich habe die Default-Standardmunition in der Hurricane. Ist der B1T jetzt eigentlich raus? Oder bis? Ich habe ihn nicht abkratzen sehen, also nein, glaube nicht. Das Problem ist nicht mal nur die Höhe. Jetzt kriege ich entweder keine Höhe oder keine Geschwindigkeit. Beides irgendwie nicht so. Ui, hi. Oh, die haben auch eine M16, da musst du jetzt aufpassen. Okay, das war super schlecht gezielt. Was haben die? Eine M16. Weißt du, wo der ist? Ja. Kann das sein, dass das Destar ist? Ja. Dann sage ich doch. Immer nur J22A. Ist natürlich derselbe Kollege, wie er gerade eben schon in der Flak saß. Kein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch ein Hochlevel-Spieler sein, schätze ich mal. Weiß ich nicht. Nö, ist Level 60. Naja, höher als man es hier erwarten würde. Die eigene Flak wäre jetzt ganz nett, wenn ihr mich nicht abschießt. Das bekommt mir immer so schlecht. Bei C sind es wieder einige. 3 Gegner habe ich eben gesehen. Ich habe die Raketen leider voll versemmelt. Aber die kleinen Raketen von dem Ding habe ich noch nie groß benutzt. Ich bin anscheinend auf der Flanke jetzt auch komplett allein, das ist nicht so geil. Ich guck von oben. So. Da steht einer. Da steht einer. Oh, ist das die. Warte mal, ist das die Schwedenflak? Oh ja, das ist die Schwedenflak. Hier ist die Schwedenflak, die ist raus und hier ist ein M3. Oder M5. Okay, die haben auch einen Flieger. Richtung A. Wow. Oh Gott! Gut, der hat sich einfach gehimmelt. Schade. Zeigt gleich mit mir, by the way. Und der Jo. Alter. Mein Flugzeug hat er sich aber auch selbst desintegriert. Nice, war ein M3. Ich habe wirklich mit dem Flügel quasi in ein Hausdach gestriffen, wenn ich's richtig gesehen habe. Vielleicht bin ich auch gegen irgendeinen Mast geflogen, den ich übersehen habe. Aber so wie es aussah, war mein Flugzeug wieder mit Dynamit gefüllt. Passiert aber oft, finde ich. Das finde ich immer so lustig, wenn du auf einem Airfield landest. Du berührst quasi nur ganz sacht mit deinem Boden das Airfield und gehst in eine Explosion hoch. Oh, schon wieder gewonnen. Das ist so unabhängig voneinander auch manchmal, ja. Ja. So, fühlst du dich entspannt? Definitiv, ja. Ja, ich fühle mich auch entspannt. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn es auf Kosten teilweise von Low-Level-Spielern war. Ich verstehe die Kritik daran, muss ich sagen. Aber es wäre so einfach, Matchmaking nach Ranking zu machen. Ja. Aber Gaijin fügt das ja nicht wirklich ein. Also teilweise ist es gefühlt drin, aber nicht vollends.
Ich bin ehrlich, ich behaupte, es ist Teil des Gameplay-Loops, dich zu frustrieren. Ja, klar, du sollst ja was Wenn du kaufen. frustriert Aber Leute kaufen. pst, dann verliere ich meinen Job. Ja, Spaß beiseite. T126. Wie gesagt, kann ich wärmstens empfehlen, macht wirklich Spaß. Und wenn man den gescheit winkelt, ich kann es hier nochmal zeigen. Gerade wenn man ihn so winkelt, ungefähr wie so ein Tiger. Also guckt euch diese Werte mal an. Das ist halt völlig Banane. Muss ein bisschen mit der Seite hier aufpassen, so. Aber man kommt halt fast überall auf über 100 mm. Das Einzige, also der Weak Spot ist halt echt der Turm von diesem Ding. Der ist ähnlich stark wie vom T50. Außer die Seiten, die sind halt krass gewinkelt. Aber ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich so zur Abwechslung mal wirklich wieder ins Low Tier runtergehe. Ich hoffe, dass die Folge überhaupt groß geguckt wird, weil das ist in letzter Zeit häufig abgekackt, wenn Low Tier gefahren wurde. Aber ich hoffe, ich drücke die Daumen, hoffe, ihr hattet Spaß. Bedanke mich bei dir. Jo, danke fürs Mitnehmen. Immer wieder gern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschö.